Moin ihr Zuckerschnecken! Heute quatschen wir kurz und knackig eine Runde über Robert Lewandowski und einen möglichen Abgang des Polen im Sommer. Viel Spaß! In letzter Zeit machen immer mehr Gerüchte die Runde, dass Robert Lewandowski die Bayern zum Saisonende verlassen könnte. Auch wenn das nur schwer vorstellbar ist und die Bayern auch an einer Vertragsverlängerung arbeiten, habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, wohin es den polnischen Superstar im Sommer ziehen könnte. Ich gehe gleich mit euch die größten Clubs in Europa durch und gebe euch meine Einschätzung, warum ein Club und warum ein anderer Club vielleicht nicht in Frage kommt. Beginnen wir bei den Vereinen, die eher nicht in Frage kommen. Juventus Turin. Juve war in der Vergangenheit immer bekannt dafür, auf erfahrene Stars zu setzen und diese auch zu verpflichten. Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez oder Andrea Pirlo sind nur ein paar Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit. Den Kurs, den Juve aber derzeit anpeilt, sind mehr junge Spieler. Und mit Dusan Vlahovic hat man erst kürzlich einen Stürmer verpflichtet, der erst 22 Jahre jung ist und bei Juve eine neue Ära prägen soll. Daher können wir Juve zumindest schon mal ausschließen. Bleiben wir aber direkt in Italien und nehmen direkt drei Clubs zusammen. Denn für Milan, Neapel und auch Inter wird ein Lewandowski-Transfer finanziell viel zu schwierig. Und ich glaube auch, dass das Alter des Polen die Clubs abschreckt. Das soll aber nicht seine Qualität schmälern, auf gar keinen Fall. Und wie attraktiv die einzelnen Vereine für Lewandowski überhaupt wären, weiß nur er selbst. Nachdem wir jetzt die Serie A mehr oder weniger ausschließen konnten, schauen wir mal rüber nach Spanien. Real Madrid. Die Königlichen arbeiten gerade mit aller Kraft daran, Kylian Mbappé oder Erling Haaland zu verpflichten. Oder womöglich sogar beide. Man sieht, dass der Fokus der Madrilenen eher auf die Superstars von morgen liegt und man die jüngeren Superstars verpflichten will. Mit Karim Benzema hat man außerdem aktuell einen Spieler, der im ähnlichen Alter ist wie Lewandowski und auch absolute Weltklasse ist. Weshalb ich auch Real Madrid eher ausschließen würde. Der FC Barcelona hingegen könnte einen Spieler wie Lewandowski gebrauchen. Nicht etwa, weil nicht genug Talent im Kader der Katalanen vorhanden ist, sondern weil Lewandowski ein begnadeter Fußballer ist und vermutlich perfekt in Xavis Barcelona passen würde. Allerdings könnten die finanziellen Rahmenbedingungen das Ganze schwierig gestalten. Man hört auch, dass Barca an Haaland interessiert ist und das wäre immerhin ein Invest für viele Jahre. Das Geld für einen kurzfristigen Transfer zu nutzen, ist glaube ich nicht in Barcas Interesse. Gehen wir rüber nach England. Hier steht man finanziell so gut da, dass man einen Lewandowski-Transfer auch locker mal stemmen könnte, wenn man möchte. Beginnen wir hier bei Manchester United. Und hier können wir direkt sagen, nein. United ist auf der Suche nach einem jüngeren Stürmer. Mit Ronaldo und Cavani hat man aktuell zwei Stürmer, die der älteren Garde angehören. Und auch wenn Cavani Manchester wohl zu Saisonende verlässt, wird Ronaldo vermutlich nächste Saison noch in Manchester kicken. Davon ab weiß ich nicht, ob United aktuell sportlich attraktiv für Lewandowski ist, bei allem Respekt. Gleiches gilt für Tottenham. Solange Harry Kane für die Spurs auf Torjagd geht, wird kein neuer Stürmer geholt, beziehungsweise keiner, der Stamm spielen soll. Und die Spurs sind auch eher dafür bekannt, dass man in jüngere Spieler investiert. Außerdem ist Tottenham vermutlich sportlich viel zu uninteressant für Lewandowski, wobei ich Lever unter Antonio Conte schon gern mal sehen würde, wenn ich ehrlich bin. Gehen wir nach Liverpool. Lewandowski zurück zu Klopp. Es wäre eine wirklich schöne Geschichte, aber ich glaube nicht daran. Liverpool, gerade seit Klopp da ist, entwickelt Spieler lieber selbst, sprich man investiert eher in jüngere Spieler, wie zuletzt Diogo Jota. Auch wenn Lewandowski sowohl spielerisch als auch sportlich passen würde, denke ich, es wird eher nichts mit Levy und Liverpool. Und ich bringe noch eine Mannschaft ins Spiel, die ich aber auch direkt wieder ausschließe, Newcastle United. Die könnten Lewandowski sicherlich mit Geld locken und das Projekt könnte auch interessant werden, aber ich glaube, Lewandowskis Anspruch ist jetzt schon direkt Champions League Fußball und nicht erst in ein paar Jahren. Kommen wir jetzt zu den Clubs, die für mich persönlich am realistischsten sind. Beginnen wir hier mit dem FC Chelsea. Ich lasse die politische Lage aktuell mal beiseite, Abramovic und so weiter, das schieben wir jetzt erstmal weg. Wieso könnte Chelsea meiner Meinung nach passen? Weil so wie es aktuell aussieht, möchte man nicht unbedingt über den Sommer hinaus mit Romelu Lukaku zusammenarbeiten. Dazu konnte Timo Werner sich auch immer noch nicht hundertprozentig etablieren und aktuell bevorzugt Thomas Tuchel Kai Havertz in der Sturmspitze. Bei einem Abgang von Lukaku und oder Werner könnte Lewandowski plötzlich wieder interessant für Chelsea werden, denke ich. Was ich mir allerdings auch sehr, sehr gut vorstellen kann, ist Manchester City. Aktuell hört man zwar vermehrt Gerüchte über Haaland und Kane, aber ganz im Ernst. Ich glaube, Pep will endlich unter allen Umständen die Champions League wiedergewinnen. Und bislang wurde so viel Geld in den Kader gesteckt und man hat den Henkelpot immer noch nicht gewinnen können. Und Geld spielt auch nach all den Investitionen für City keine große Rolle.
Für kurzfristigen Erfolg könnte Lewandowski der Schlüssel für City sein und auch City könnte für Lewandowski perfekt sein. Er kennt Pep Guardiola bereits aus München, er passt technisch definitiv in das System, was ich zum Beispiel bei Haaland irgendwie nicht so sehe, und er weiß, wie man die Champions League gewinnt. Für mich wäre Lewandowski für City ein richtig cleverer Schachzug. Für den nächsten Verein schauen wir mal auf aktuelle Gerüchte. Denn zuletzt gab es Meldungen, dass Atletico Interesse an einer Verpflichtung von Lewandowski hat. Man hat zuletzt gute Erfahrungen mit Suarez gemacht und Lewandowski ist wahrscheinlich sogar nochmal eine Schippe stärker einzuschätzen. Allerdings räume ich Atleti nur Chancen ein, wenn sie die Champions League erreichen, was momentan nicht garantiert ist, wenn man die Tabelle anschaut. Und last but not least kommen wir zu Paris Saint-Germain. Hier gilt Ähnliches wie bei City. Trotz unzähliger Investitionen hat man das große Ziel, also die Champions League, noch nicht erreicht, beziehungsweise den Titel in der Champions League. Nun sieht es aber so aus, als könnte Superstar Kylian Mbappé die Stadt der Liebe im Sommer ablösefrei verlassen. Und sportlich gesehen gibt es nicht viele Spieler, die einen Mbappé ansatzweise ersetzen können. Lewandowski könnte das. Lewandowski im Sturmzentrum mit Neymar, Messi, Di Maria und Co. an der Seite, das könnte schon extrem angsteinflößend für die Konkurrenz sein. Ob Lewandowski Lust hat, nach Frankreich zu wechseln, weiß ich nicht. Aber es wäre zumindest vorstellbar, finde ich. Aber was meint ihr? Wohin könnte es Robert Lewandowski bei einem Abschied aus München verschlagen? Oder verlängert er seinen Vertrag doch noch? Schreibt es in die Kommentare. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao, ciao.